Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört die Markteinschätzung für den DAX für den 9.05.2019. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. Stoppt bitte dieses Video, lest diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzungen sind keine Anlageempfehlung. Heute beginnen wir zuerst einmal mit Siemens. Siemens mag bestimmt heute auch einer der treibenden Kräfte gewesen sein, die den DAX hier zur Oberseite hin getrieben haben. Unter anderem diese Nachricht bei Siemens oder dieser Kursanstieg bei Siemens, der kam dadurch, dass Siemens angekündigt hat, den Konzern komplett umzustrukturieren, was sie ja schon seit Jahren machen. Also hier die Gasturbinenbereich auszulagern als eigenständiges Unternehmen oder wie Siemens Harbhainers, das wurde ja auch ausgelagert und mit der Bahnsparte wurde das ja auch versucht, mit der Alstom, mit den französischen Partnern, aber da wurde ja durch das Kartellamt ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das konnte dann letztendlich nicht so stattfinden. Eventuell werden sie hier einen anderen Weg suchen, um hier eine eigenständige Sparte, vielleicht auch mit einem anderen Partner, wo das Kartell dann nicht so genau drauf schaut, zu gründen. Also Siemens zerschlägt sich selbst. Ich selbst bin ja staatlich geprüfter Ökonom und war ein halbes Jahr lang eine Heuschrecke, ist aber schon ein paar Jahrzehnte her und war hier auch ein halbes Jahr maßgeblich beteiligt, so ein Unternehmen zu zerschlagen, wo ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, die menschliche Komponente, das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Ebene. Ein Kollege von mir, der auch dort die zweite, dritte Geige gespielt hat wie ich, hat es hier beruflich weiter fortgemacht, hat es hier auf den Exzess getrieben, also hier war zum Beispiel Insolvenzrettung eines seiner Steckenpferde, zum Beispiel Kunert Strümpfe aus Immenstadt wurde hier von ihm vor der Insolvenz gerettet, letztendlich Jahre später ging dieses Unternehmen trotzdem Insolvenz, dann später noch den Zusammenschluss von Marseille Ferguson und Fendt wurde von ihm forciert, auch hier in Markt Oberdorf und in den USA. Auch hier war er maßgeblich eine der treibenden Kräfte, die hier im Hintergrund den ja, buchhalterischen, wirtschaftlichen Aspekt hier beleuchtet haben und auch den personellen. Dieser Mensch lebt, dieser alte Kollege, muss ich sagen, lebt nicht mehr. Der hat sich mittlerweile umgebracht. Wahrscheinlich wurden ihm die ganzen Belastungen, die dieser Beruf mit sich bringt, trotz aller exorbitanten Verdienstmöglichkeiten doch zu extrem und ja, er hat sich dann hier auf die Autobahn gestellt und von dem LKW überrollen lassen. So, das hier Siemens. Siemens zerschlägt sich selbst. Da braucht man keine Heuschrecke mehr, die das Unternehmen aufkauft und dann in Einzelteile, in die Filetstückchen zerlegt und dann diese Unternehmen teurer verkauft. Ich für meinen Teil finde das positiv, wenn sich ein Unternehmen selbst so zerlegt, wie Siemens es aktuell macht. Und die Börse wird es honorieren, die Börse hat es heute honoriert und die Börse wird es auch in Zukunft honorieren. Was halt Siemens nicht tun darf, die Mehrheitsanteile abgeben, um hier immer noch die große Hand drauf zu halten und dann von diesen einzelnen Unternehmen, von den Gewinnen profitieren zu können. Das hier so der Hintergrund einer Zerschlagung eines Unternehmens und es kommt hier selbst aus dem Unternehmen heraus. Es ist eine gesunde Substanz, eine Heuschrecke, die ist da schon ein bisschen brutaler unterwegs. Da rollen definitiv dann Köpfe, wenn eine Heuschrecke kommt. Bei Siemens gehen auch mit dieser Sparte, was hier kommt, gehen momentan Gerüchte rum. Circa 10.000 Arbeitsplätze sind dort in Gefahr. Aber das bringt einfach die Entwicklung mit sich. Ich bin momentan der Meinung, dass diese 10.000 Arbeitsplätze, wenn sie nicht gerade in der Region von Görlitz sind. Solche Unternehmen haben auch eine soziale Komponente zu respektieren und zu akzeptieren, meiner Meinung nach. Da gehören alle großen Unternehmen in Deutschland dazu, angefangen von A wie Adidas zum Beispiel und dann nehme ich hier B, BMW, Daimler und aufgehört mit V wie VW. Diese Unternehmen haben auch einen sozialen Aspekt und die Verpflichtung hier die Menschen in Arbeit zu lassen und hier auch einfach eine Stabilität für die deutsche Wirtschaft darstellen. Also hier darf normalerweise meiner Meinung nach nicht allein der Aspekt des Gewinnes im Vordergrund stehen. Hier muss
das Allgemeinwohl im Vordergrund stehen bei solch großen weltweit agierenden Unternehmen. So, das hier zu Siemens, die war heute eine, meiner Meinung nach, eine der treibenden Kräfte zur Oberseite. Wir hatten ja die Wirecard, da habe ich ein extra Video noch gemacht gerade eben. Könnt ihr euch ja dann auch anschauen, wie ich hier so die Einschätzung von Wirecard habe. Ansonsten, ja gut, die Adidas ist natürlich auch wieder vorne dabei. Das Ding ist knallt nach oben, auch hier aus dieser inversen Schulterkopf, Schulter raus und ja, weit davon abgesegelt. Auch Daimler ist hier vorne mit dabei heute und die Linde. Die Linde mit Praxair, die Fusion. Für mich war klar, dass Linde steigt. Warum? Weil durch diese Fusion mit Praxair ist ja hier etwas entstanden, etwas ganz Großes bei Linde. Und die Fondsmanager mussten umschichten. Gell? Sie mussten wiederum Linde Aktien ins Depot einkaufen, weil sich durch diese Fusion die Linde einfach prozentual, jetzt fällt mir gerade dieses richtige Wort nicht ein, es ist, wenn man ganz viele Worte im Kopf hat, dann verliert man manche Worte oder liegen auf der Zunge und die kommen nicht raus. Linde ist einfach größer geworden und von der Gewichtung her im DAX durch diese Fusion und deshalb mussten eigentlich die Fonds nach dieser Fusion mit Praxair hier ihre Positionen aufbauen und die logische Konsequenz ist, dass die Aktie steigt. Ob diese Umfunktionierung in den Fonds jetzt schon abgeschlossen ist, das weiß ich nicht. Es muss auf jeden Fall zeitnah passieren und das spricht auch hier für diese Bewegung zur Oberseite. Ich denke auch, Linde hat hier noch sehr viel Potenzial zur Oberseite. So, wir gehen jetzt in die üblichen Verdächtigen. Der VDAX New ist hier immer noch oberhalb des 17er. Ich in den letzten Videos oder in dem Video für heute, das ich heute Morgen gemacht habe oder gestern, weiß ich gar nicht mehr, ist davon auszugehen in der 30-Tages-Rückschau, dass wir Volatilität bekommen. Das 30-Tage-Rückschau, das ist ganz was Neues. Warum ist das was Neues? Ich habe hier einen Hinweis, einfach eine Information ausgegraben und bekommen, dass diese Absicherungsgeschäfte immer im Blick für 30 Tage sind. Deshalb habe ich jetzt mal so eine 30-Tages-Rückschau genommen, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie sich das dann entwickelt. Ich muss das auch erst mal über ein, zwei Jahre so beobachten, ob man hier Rückschlüsse schließen kann aus dieser Rückschau, diese 30-Tages-Rückschau. Bisher hat es gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war hier angedeutet, dass jetzt Volatilität in den Markt kommt. Die ist dann gekommen, wie hier zu sehen ist. Und die Volatilität kann noch 1-2 Tage anhalten und dann wird sie sich wieder beruhigen. Das aber nicht heißen soll, dass, weil hier diese grüne Kerze ist, auch hier eine grüne Kerze. Nein, das heißt, die Volatilität wird stärker und dann kann die hier anziehen. Also das muss nicht dieses Niveau sein. Das hier ist jetzt gerade Zufall, dass das so ist. Und jetzt gehe ich gepaart mit der 30-Tages-Rückschau und mit dem aktuellen, was ich gerade sehe, ist das einfach, kann man hier eventuell den Durchschnitt nehmen, ist das die neu abgeschlossenen Versicherungen und die vor 30 Tages abgeschlossenen Versicherungen, die jetzt vielleicht wieder aus dem Markt rausgehen, die einfach verfallen, hier doch mit Volatilität auch noch am morgigen Handelstag und am Freitag zu rechnen. Das hier einfach mal so das Gedankenspiel, das ich hier habe. Das Gold, ja, das hat heute hier mal ganz kurz über dieses Hoch raus, diese Abwärtsbewegung, Doppelboden oben angetriggert mit dieser Lunte. Gold ist momentan 50-50, Patt, sage ich ganz einfach, oder mal Schach. Gut, im Schach. Man ist ja noch nicht schachmatt, da kann man sich immer noch davon retten, wenn man eventuell irgendeinen Bauer opfert oder einen Turm oder einen Springer, was auch immer. Hier, wie gesagt, die Richtung übergeordnet ist Korrektur. Es ist eine Flagge von dieser Aufwärtsbewegung. Und diese Flagge sehe ich einfach immer noch hier bis in diesem Bereich bei 1238. Da bleibe ich dabei, solange wir hier nicht über diese Trendlinie nach oben ausbrechen. Sollte das geschehen, werden wir hier eventuell doch noch einiges Dynamik zur Oberseite hin sehen im Gold.
Diese Bewegung allgemein, wenn wir jetzt den DAX heute gesehen haben, der ging nach oben, hat diesen Teil der Verluste von gestern wieder aus dem Markt rausgenommen, circa knapp 61, knapp 60% zurückgenommen. Und hier, ja, sollte der DAX jetzt weiter nach oben korrigieren, könnte das Gold hier nach unten abrauschen. Andererseits, diese Korrelation ist nicht 1 zu 1. Es kann auch sein, der DAX fällt jetzt hier massiv. Und das Gold läuft hier seitwärts leicht steigend. Das kann durchaus sein. Das muss man einfach auch beobachten und sich hier seine Rückschlüsse ziehen. Natürlich gehören auch ganz andere Komponenten dazu. Hier jetzt nur aufs Gold zu schauen, das wäre natürlich frevelhaft. Also das würde ich hier keinem empfehlen. Das ist nur einer meiner Indikatoren, die ich dann in meinen Lederbecher hinein tue und dann mal schüttle und sage, okay. Die Chance steht 2 zu 1 oder 3 zu 1, dass der DAX steigt. Die Chance steht 3 zu 1, dass er heute fällt. Und der V-DAX spricht eigentlich eher dafür, seitwärts fallende Kurse. Natürlich sind eingestreute Korrekturen zur Oberseite hin erlaubt. Das Gold, ja, das sehe ich momentan schon auch so ein bisschen korrigieren zur Oberseite hin, aber neutral. Hat also keinen Einfluss auf meine Einschätzung. Das WTI-Öl sehe ich hier in einer Abwärtsbewegung nach wie vor gut. Da tut sich heute mit dem Iran, wenn wir hier so ein bisschen politisch reingehen, auch tut sich da auch ein bisschen ein Fass auf so langsam. Was das hier jetzt für Auswirkungen für den Ölpreis hat, das steht noch in den Sternen. Bewegungstechnisch denke ich einfach, müssten wir hier eine größere Korrektur, charttechnischer Art, eine größere Korrektur sehen, die bis in den Bereich 57, 54 laufen könnte. Die Shortmarke liegt hier drin bei 60 Dollar. Wenn die gebrochen wird, kann man hier gut und gerne mit ein paar kleinen scharfen Zertifikaten mitgehen. Natürlich immer bedenkt den Stopp und euer Risiko. Das Währungspaar Euro-US-Dollar. Das läuft hier seitwärts, momentan keinerlei Tendenzen auf Tagesbasis. Gell, hat hier ein 1, 2, 3 gemacht. Beim Überlaufen mit dieser Kerze hier vom 6.5. hätte man schon, hat der bullisch konditionierte Anleger eventuell schon seine Long-Aktionen gestartet, weil er hier einen Fehlausbruch hineininterpretiert hat. Und wenn er hier auch nach der 1-2-3-Methodik vorgeht, hier dann seine Einstiege gemacht. Natürlich sollten wir irgendwann einmal über diese 2, über diese 50er EMA drüber gehen. Wäre das bullisch zu sehen oder dann letztendlich über die 1-12-66, das wäre dann noch einmal bullischer zu sehen, weil dann wäre das hier haben wir ein kleines Umkehrsignal und das würde hier dann bestätigt werden. Wir haben aber noch kein Trendfortsetzungssignal zur Oberseite. Also hier erst einmal ein Stabilisierungsversuch. Ich für meinen Teil charttechnisch warte nach wie vor auf diese Bereiche dort unten. Das Zertifikat liegt noch hier. Wartet geduldig schon seit längerer Zeit, schon seit Mitte März irgendwann, bis wir eventuell diese Bereiche dort unten erreichen. Also ich kann hier aus meinen lebenden Indikatoren momentan keine Ableitung für den DAX herziehen. Deshalb muss ich jetzt mit dem nackten DAX arbeiten. Lediglich den VDAX würde ich hier noch heranziehen. Für die heutige Prognose war ja angedacht, dass wir aus diesem Tief eine Korrektur in erster Linie bis in den Bereich von 12.221 ziehen könnten, im Maximum auf 12.284. So, letztendlich hat jetzt heute hier in der Lang- und Schwarz-Indikation einmal bei der 200-Tage-Linie, 200-Stunden-Linie seinen Meister gefunden. Wir haben jetzt in 3 Minuten den Stundenwechsel. Wenn das so bleibt, ist das ein Doji. Auch dieser Zielbereich aus einer A, B, C würde hier passen. Diese A, B, C kann man sehr gut hier schnell einmal abprojizieren. Ich mache das hier in grün. Wir haben hier die A, die B und die Bewegung zur Oberseite hin wäre genau hier ins 61er Fibonacci die C bei 12.221. Letztendlich kam der DAX im Hoch bei der 200-Stunden-Linie bei 12.212 zum Stehen, also rund 9 Punkte.
unter diesem Bereich. Ich persönlich habe hier im Echtgelddepot, was ihr dann hier im Finanzreport Nummer 5 dann sehen würdet, hier unten, genau hier, meine Short-Position von hier oben geschlossen und habe diese selbe Short-Position genau hier jetzt wieder aufgenommen, 100 Zertifikate, die Versicherung für mein Depot, um hier dann einen dieser Wege, also hier wäre der Zielbereich, die 11.910 anzulaufen. So, das ist diese Charttechnik, das, was ich hier im Fenster sehe. Auf der einen Seite schwebt natürlich ein ganz großes Damoklesschwert zurzeit über der Charttechnik und bereitet auch mir so ein bisschen ein kleines Kopfzerbrechen, was passiert jetzt, wenn sich die USA und China jetzt doch noch nach diesen Kapriolen, nach diesen Trump-Tweets doch noch einigen. China ist im Zugzwang, definitiv. Die Exportquote ist eingebrochen bei China. Also mit Wachstum von 6-7% oder von 5-6% in China ist es momentan weit her. China ist unter Druck. China ist im Zugzwang und die könnten hier jetzt den USA doch das eine oder andere Angebot machen und doch auch verlockendes Angebot machen, wo dann die USA sagt, okay, das ist a good deal und das machen wir. So, und das würde dann logischerweise, sollte das kommen, die Börsen kurzfristig nach oben katapultieren. So, nachdem wir aber schon dieses Jahr so stark gelaufen sind, sehe ich das Potenzial der Börse zur Oberseite hin begrenzt. Begrenzt durch einen Good Deal wäre hier von mir aus diese Trendkanallinie da oben bei 12.557 irgendwo hier im DAX. Das Potenzial zur Unterseite hin sehe ich um ein Vielfaches größer nach dieser sehr schönen Anstiegsstrecke. Nach der Geschichte Sölle Mai, ich weiß, ihr könnt schon nicht mehr hören, der Eiter läuft euch schon aus dem Ohr raus. Aber Leute, wenn etwas Gewinnbringendes ist und es funktioniert, man wäre ja blöd, wenn man es nicht handeln würde. Gell? Und es ist einfach diese Saisonalität. Sie hat historische Hintergründe. Die zeige ich euch hier gerade mal getreu dem Motto Sell the Mai and Go Away. Hier war so der Zielbereich, den ich für den Mai ausgearbeitet hatte. Wir sind leicht etwas höher gelaufen und ich sehe oder ich denke die Prognose, dass wir hier bis im September, irgendwann August, September hier unten stehen bei rund 11.072. Wir fallen hier nicht jetzt runter wie ein gerader Strich da. Nein, das wird hier in Wellen nach unten gehen. Das wird dann mal wieder schneller gehen und man muss immer wissen, der DAX kann dreimal schneller fallen, wie er steigt und das kann man hier sogar auch zeitlich einmal ein bisschen einfangen. Wir hatten hier das Tief, wir hatten hier das Hoch, wir hatten hier dann 87 Tage, wo der DAX gestiegen ist. Und wenn man das jetzt geteilt durch 3 macht, kommt man hier auf 29 Tagen. So, er kann hier in 29 Tagen, das werden hier 28, machen wir mal die 30, so genau hat es das jetzt auch nicht. Der DAX kann hier in 29 Tagen, ziehen wir das jetzt hoch, so, bis hierher fallen. Diese Möglichkeit besteht durchaus, wenn man diese Regel kennt, der DAX kann dreimal schneller fallen, wie er steigt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch etwas ganz anders sehen. Sollte der Markt massiv bullig sein, dann passiert Folgendes, dann haben wir auch hier nur eine kleine Korrektur, wie wir sie hier schon einmal hatten, bis 7.2. oder hier bis zum 25.3. Aber auch diese Korrektur kann man einfangen. Und hier wäre, wenn ich das jetzt so einfange, machen wir ganz einfach grau, nehmen die letzten Korrekturen heraus. So, die hatte hier 500 Punkte.
setzen die hier an. Exakt gleich, auch 500 Punkte. Also kann man eventuell davon ausgehen, dass wenn das hier eine kleine Korrektur wird, dass die durchaus auch Potenzial hat bis in den Bereich von rund 11.957 plus minus, ich sage jetzt ganz einfach mal 20 Punkte. Merken wir uns die 11.957 und gehen hier wieder zurück auf den Stundenchart und schauen uns mal 11.957, ob wir hier irgendwo was finden. Da haben wir hier einen Zielbereich aus dieser ganz großen A, B, C. Und dieser Bereich liegt bei 11.847. Also sollte der DAX nach dieser Korrektur, die er jetzt hier zur Oberseite hin gemacht hat, jetzt nach unten abprallen. Ja, passt nicht ganz. Es gibt auch ein Sprichwort, je höher der DAX steigt, umso tiefer kann er fallen. Aus dieser Stellung heraus, wenn er jetzt nach unten korrigiert, hat er eigentlich nur Luft bis 11.910. Würde er hier hochsteigen in den Bereich von 12.283, hätte er hier das Potenzial von 11.851. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, er prallt hier aktuell gerade an der 200er-Stundenlinie ab. Aber der Drop ist noch nicht gelutscht. Wir haben hier eine ABC, die ist hier oben abgeschlossen. Er kann hier aber jetzt auch gut und gerne noch einmal nach unten korrigieren und in einer weiteren Welle diese 12.282 holen. Also hier ist immer noch mit Vorsicht zu agieren. Gell, wir sind hier auch an dieser Tangente genau hingelaufen von dieser alten Wolfe-Welle 5. Ich ziehe die ja mal gerade durch, dass man das auch noch sieht. Diese Tangenten sind auch ja nicht immer ohne, wenn der Markt hier hinläuft. Das könnte jetzt auch ein Abpraller werden. Andererseits, wenn ich mir das Bild hier so anschaue, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Also ganz klare Aussage, wenn man hier short konditioniert ist, muss man einfach mit Stops arbeiten, um hier nicht zu große Verluste zu bekommen. Ich für meinen Teil bleibe dabei, dass wir hier aus diesem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, eine Bewegung weiter zur Unterseite hin abspulen könnten oder der Markt korrigiert jetzt leicht und macht morgigen Handelstag am Donnerstag hier noch den Bereich von 12.200 und das machen wir jetzt einmal schnell, zeichnen wir das ein. So, der könnte jetzt noch herkommen. Das muss man einfach wissen, dass hier Trading-Einstiege ja nicht ohne sind. Gerade hier oben wäre es mir viel lieber, wenn er noch hierher kommen würde, weil da wäre in der Vergangenheit auch gepaart mit diesen Widerstandsbereichen doch auch ein bisschen mehr Zunder da, was den Markt dann wieder nach unten drücken könnte. So, das hier jetzt zum DAX. Da wünsche ich euch für den morgigen Handelstag und Freitag viel Erfolg. Ich weiß nicht, ob es morgen ein Video gibt. So, nun etwas anderes. Vonovia, diese Aktie. Beobachtet mal einfach Vonovia. Vonovia ist ja irgendwie so eine antizyklische Aktie. Wenn die Gesamtmärkte fallen, profitieren die Allgemeinimmobilienaktien. Das ist jetzt nicht nur die Vonovia, das ist die Deutsche Wohnen, das ist die TAG, das ist die LG. Alle Immobilienaktien profitieren hier maßgeblich. Ich habe mittlerweile seit so diese Vonovia, die im DAX ist und ich diese Immobilienaktie verstärkt beobachte, den Eindruck, wenn die Gesamtmärkte, zum Beispiel eine Siemens, eine Daimler, also alle anderen Aktien, die nicht in Immobilien investiert sind, fallen, suchen Anleger den sicheren Hafen in Immobilienwerte. Also entweder ist das hier das wirklich das neue Betongold, wenn ja der DAX und die Indizes fallen, suchen ja auch Anleger ihre sicheren Hafen in Gold. Da hat sich vielleicht etwas verlagert und das einfach mal so ein bisschen die Aktie auf dem Radar haben, wenn der Gesamtmarkt fällt, massiv fällt, wird Vonovia oder diese Immobilienaktien gar nicht so in Mitleidenschaft gezogen. Im Gegenteil, sie können hier sogar noch verstärkt profitieren. Wenn wir hier jetzt so diesen Verlauf sehen, jetzt machen wir mal schnell was, das habe ich jetzt noch nie gemacht, hinzufügen. Was fügen wir hinzu? Den DAX natürlich.
Und wo ist er jetzt hier? DAX. Ups, jetzt habe ich die falsche jetzt Knöpfchen. Doch, schon das richtige Knöpfchen drückt. Ja. Und gucken uns mal diesen Chart an. So, jetzt muss ich schauen. DAX steigt. Ja, hier ist die Vonovia auch gestiegen. Passt jetzt gerade nicht so. Hier ist der DAX, ja, das ist jetzt prozentual. Hier ist der DAX gestiegen. Vonovia ist auch gestiegen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Linienchart hier vom DAX so aussagekräftig ist, aber im Tagesgeschäft habe ich einfach gemerkt, dass diese Immobilienaktien gefühlsmäßig, vielleicht zeigt mir das hier jetzt doch ein ganz anderes Bild, gefühlsmäßig eher mehr steigen wie dass sie fallen. Jetzt bin ich gerade auch ein kleines bisschen irritiert. Der DAX steigt, Vonovia fällt. Gut. Hier ist jetzt der DAX gefallen. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen aussagekräftiger. Der DAX steigt. Vonovia fällt irgendwann einmal. DAX steigt weiter. Hier ist jetzt der DAX massiv letzten Tage nach unten ab und die Vonovia ist nach oben. Gut, da kamen jetzt auch Geschäftszahlen, die waren ja auch wieder überdurchschnittlich gut. Aber das hier mal einfach selbst beobachten. Macht euch mal einen Immobilienindikator, knallt dort alle Immobilienaktien, die ihr kennt, rein und beobachtet es, was passiert, wenn der Gesamtmarkt nach unten rutscht, was passiert hier mit diesen Immobilienaktien. Das ist eine Erscheinung, die beobachte ich jetzt schon, ja, ich tippe mal so ein Jahr, anderthalb Jahre und werde mich jetzt mit dieser Beobachtung verstärkt auseinandersetzen, um hier doch versuchen, dass ich hier den einen oder anderen Vorteil aus dem Markt rausholen kann. Also in diesem Sinne wünsche ich euch auch hier aus der Aktiensichtweise alles Gute für den morgigen Handelstag und wie immer, haltet die Ohren steif.